willkommen von den Schleppziger Teichen. Wie schon angekündigt, geht's heute zum Köthener See. Schönstes Wetter, wie man sieht, absolute Stille. Ich glaube, hier ist meilenweit keine einzige Menschenseele zu finden. Und ja, ist echt geil. Wird heute eine anstrengende Tour werden. Wie gesagt, Köthener See wird allerdings auch die schönste Tour. Ich bin ja letztes Jahr schon mal gepaddelt. Von daher weiß ich da schon, was auf mich zukommt. Sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Also zuerst geht es erstmal hier nach Schleppzig. Typische Spreewaldlandschaft. Danach geht es dann in den dicken, dichten Buchenwald oder was das auch immer sein soll. Jedenfalls sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen unheimlich. auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann komme ich in Wasserburg raus. Da muss ich mal schauen, dass ich da die Schleuse durchkomme. Da ist irgendwie ein Zaun. Letztens war das Tor offen. Ich hoffe, das Tor ist auch immer offen und heute auch. Von daher, ja, mal schauen. Hoffe ich, komme ich durch. Und dann geht es im Prinzip direkt zum Köthener See. Noch ein bisschen durch Kiefernwald durch. Und ja, Köthener See ist natürlich immer mein Lieblingssee, kann man so sagen. Also ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Selbst wenn ich von Berlin nach Hause fahre, komme ich hier öfters mal vorbei, weil es einfach so schön ist. So ruhig, so still, so ja, irgendwie besonders, keine Ahnung. Und ja, werde ich da ein bisschen drumherum paddeln, mal um die Insel paddeln. Und dann geht es im Prinzip ja Richtung Spree. Und da habe ich dann im Prinzip wieder die typische Spreewaldlandschaft und werde dann mich dann wieder Richtung Schleppzig hier begeben. Werden ungefähr 25 Kilometer laut meiner Planung. Sicherlich werden es ein bisschen mehr. Deswegen bin ich heute auch ein bisschen zeitig schon hier. Ich hoffe mal, ich schaffe es vor Sonnenuntergang, aber ich denke mal schon. Ja, dann würde ich sagen, lang genug geredet. Auf geht's!
So, da bin ich auch schon mitten drauf auf dem Köthener See. Ja, bombastische Stimmung. Es ist zwar drüben ein bisschen Lärm an der Köthener Badestelle, aber ansonsten, der See strahlt eine Ruhe aus, eine Gemütlichkeit irgendwie, als wäre man weit, weit weg von allem Schlamassel, was man so tagtäglich erlebt. Ja, bombastisch. Ja, jetzt werde ich hier ein bisschen ausharren, ein bisschen die Stimmung genießen. Der Weg hierher war an sich sehr gut gewesen, bin ziemlich schnell durchgekommen. Paddler so gut wie keine unterwegs. Mir kamen gerade mal zwei Gruppen bei Wasserburg dort in der Nähe entgegen. Aber ansonsten weit und breit keine Menschenseele, also das wundert mich schon sehr. Letztes Jahr bin ich um dieselbe Zeit ungefähr gepaddelt, da war wesentlich mehr los gewesen. Und heute ganz merkwürdig. Das war gestern schon im Spreewald sehr merkwürdig, dass da so wenig los war. Und ja, aber mir soll es recht sein. Das Wetter ist bestens. Bisschen zu heiß, kann man bald sagen, aber es geht immer noch auszuhalten. Ja, jetzt werde ich hier ein bisschen noch um die Insel darum paddeln und ein bisschen, wie gesagt, chillen. Und dann werde ich auch schon langsam wieder auf den Rückweg mich begeben. Der erste Teil des Rückwegs wird ein bisschen, ja, sehr langweilig werden. Da geht es dann 5 Kilometer im Prinzip nur geradeaus durch offenes Gelände. Das zieht sich wirklich ewig. Das ist nicht so schön, aber dann wird es auf jeden Fall wieder besser, wenn ich dann auf der Spree bin. Ja, aber an sich die Tour, die könnte jährlich mindestens einmal zukünftig folgen, denke ich mal. Ist sehr schön. Also es ist wirklich die, muss ich sagen, die beste Paddeltour von allen, die ich bisher gemacht habe. Also schleppt sich bis Köthener See, kann man wirklich nur empfehlen. Echt bombastisch. Mache ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Vielleicht auch nicht nur einmal, sondern zweimal oder vielleicht noch dreimal. Mal schauen. Ja, kurzum. Jetzt werde ich ein Stück noch paddeln und dann, wie gesagt, geht's zurück. Thank you.
Tja, und da bin ich auch schon wieder zurück. Die schöne Tour hat ein Ende gefunden, leider. Ging doch schneller als gedacht. Ich hätte gedacht, ich brauche länger, weil auf der Karte sieht es doch ziemlich weit aus. Aber es waren am Ende doch 25,5 Kilometer. Ganz gut geschätzt. Ja, insgesamt, wie gesagt, sehr schön. Köthener See, ja, immer eine Empfehlung wert. Wie gesagt, könnte ich den ganzen Tag drauf rumschippern. Macht echt Spaß. Kann man perfekt abschalten. Ist echt super. Ansonsten, ja, Schleppzig habe ich jetzt noch kurz ein bisschen mitgenommen. Auf der Hintour hatte ich es ja beiseite gelassen. Und in Schleppzig, ja, Kähne ohne Ende. Ganz merkwürdig. Die ganze Tour, keine Menschenseele oder fast keine Menschenseele. Und jetzt mit einem Schlag hier in Schleppzig, Leute ohne Ende. Ganz merkwürdig. Also fahren die hier einen Kreis oder was machen die hier? Ich verstehe es echt nicht. Ja, gut, aber insgesamt bin ich gut durchgekommen. War ein schöner Tag, war eine schöne Tour, Köthener See, einwandfrei, besser geht's nicht. Von daher, nächste Tour kann kommen. Bis die Tage.